Ja, die Märkte sind seit November am Steigen und nach Ostern sind sie gefallen. Klar, sieht man danach doch jeder und wir brauchen keiner, der uns mal danach erklärt und auch mal beruhigt, ob die Börsen dann nicht fallen und nicht zusammenkrachen und nicht. Es ist immer hinterher einfacher, nicht wahr? Also zu sagen, aber das ist, als Berufsbörsianer musst du wissen und Performance machen, wo wird die Wahrscheinlichkeit am größten für einen Long bewegen oder Short bewegen, denn der Markt interessiert ja gar nicht. Die Bewegungen sind ja gleich, ob die nach oben gehen oder nach unten gehen. Wichtig ist die Wahrscheinlichkeit, ob die gegeben hat, weiterhin nach oben zu gehen oder eben nicht. Und dann wird es wieder diesen Bereich zu orten für einen Korrektur. Mein Name ist Nazila Jafari, heute 7.4.24 mit einem sehr kurzen Sonntagsupdate. Ich freue mich und ich möchte erst einmal Danke sagen für eine riesen, wunderbaren Wochenende mit Stammtisch München über 50 Leute und ich habe mich so mega gefreut, euch zu sehen. Ihr seid großartig und es gibt keine Worte, die meine Dankbarkeit beschreibt, wie toll ihr seid und wie ich mich gefreut habe und dankbar bin ich, euch wieder zu sehen. Ich möchte es auf jeden Fall sagen und nochmal zu unserem letzten Marktupdate. Hier ist es der Ellipse in der Chart nach wie vor drin. Ich habe ja erklärt, dass ich meine Positionen auf der rechten Seite jetzt schließe, weil, und jetzt gehen wir in Details erst einmal im DAX, das ist nämlich Nasdaq, und ich habe euch den Maximalbereichen auch in der Chart geschrieben, also im Bereich 18, 8, 37, 18, 18.900 ist für mich erst einmal in diesem Bereich die maximalen Bereiche und ich habe in den, wie gesagt, Donnerstag bevor den Ostern, bevor der Markt zumacht und wollte ich unbedingt dieses Video rausgehauen habe, genau, um nicht hinterher solche Dinge zu erzählen, das wusste man ja unbedingt, dass der Korrektur kommt und das wusste man auch unbedingt, dass da der Maximal ist. Meine Lieben, und ich habe extra in dem Thumbnail den Investor genannt, weil die Wahrscheinlichkeiten für einen Trader ist ja eigentlich, Trader findet ja immer seine Einstiege, ja, also kann immer noch irgendwo ein Einstieg für einen Daytrade oder für einen Swing, einen kleinen Swing nennen. Ein Investor braucht wirklich maximale Wahrscheinlichkeiten und maximales Erfolg und nicht Hasenfuß zu werden. Ein Investor will ja eine Position hedgen und oder in eine Short-Position reinkommen. Also meistens hat ein Investor ja Long-Positionen und will die hedgen und da braucht er maximale Wahrscheinlichkeiten und CRV, um einfach mal auch Cashflow aus diesen Korrekturen erzielen zu können und dann einfach diese Hedge-Position auch laufen zu lassen, ohne ständig auf den Markt zu gucken. Und das ist nicht die Aufgabe ein Investor, der Trader, wenn da eben D oder ein Swing ist, je nachdem einmal oder zweimal pro Tag im Markt schauen oder Swing eben jede paar Tage einmal, also in den Positionen nur Kontrollprozesse eingehen. Also hier habe ich extra Investor in dem Thumbnail geschrieben, weil für Investoren meine Sicht der Dinge, mein System der Dinge einfach eine Pflicht war, diesen Positionen zu hedgen, weil ihr seht ja hier im DAX, der hat ja fast bis zum, also was heißt fast, also auf der Punktlandung, die letzte Bewegung ja komplett erst einmal korrigiert, also wirklich komplett, wie gesagt, auf dem Punkt. Und darunter haben wir ja schon in den letzten Videos vorher gesagt, okay. Bis dahin ist der minimalste und jetzt, also minimal wird es ja auch immer noch bis zum Bereich 18.280, also bis diesen Linien, die immer noch diesen grünen Pfeil hier da drin steht, beziehungsweise bis zum gelben Bereich
und 18.180, 18.120. Das ist der minimalste Bereich der Korrektur. Das ist der zweite Ziel. Das heißt immer noch der Minimal. Darunter wird der Markt wirklich in einem ordentlichen Wackel kommen. Also hier hat ja schon gewackelt, wie ich gesagt habe. Und darunter wird es dann ordentliche Wackel kommen. Und du als Sicht der Investor, dann kommst du schon wieder in einem Problem. Problemzone, was mache ich mit meinen Positionen? Und ich als Berufsbörsianer kenne eine Sache und ein Wort nicht: Hoffnung. Hoffnung ist mit meinem Beruf einfach fehl am Platz. Man hat Wahrscheinlichkeiten, dann CFO und Money Management. Alles andere ist absolut fehl am Platz. Daher, wie gesagt, habe ich am Donnerstag schon ungewöhnlicherweise diese Video rausgegeben. Okay, jetzt haben wir jetzt gesagt, die Wahrscheinlichkeiten noch nach unten, solange der Markt nicht, genauso wie ich in der letzten Video auch gesagt habe, das ist hier, haben wir ja schon, habt ihr ja gesehen, das haben wir ja auch in den Live-Calls sogar live mitgemacht und ratzfatz haben wir mehrere hundert Punkte direkt dann loslaufen gesehen. Erstens, also das ist der maximale Bereich, der darüber, solange den hält, ist perfekt, beziehungsweise der grüne Bereich. Also wir haben am Freitag, wie gesagt, einen ganz kurzen kleinen Rücklauf gesehen. Hier ist die Wahrscheinlichkeit, sorry, aber verdammt hoch. Ich will jetzt nicht wieder den im Mund nehmen, aber meine Absolventen wissen ganz genau und ich möchte es gerne von euch wissen. Wie viele Wahrscheinlichkeiten gibt es für eine Gegenbewegung in diesem Bereich? Also schreibt mir mal in den Kommentaren, das würde mich freuen. Ihr wisst ja ganz genau, was ich meine. Also die Wahrscheinlichkeit ist verdammt hoch. Also diesen wieder Rücklauf zu geben, muss der Markt erst einmal schaffen, noch einmal darüber gehen. Ansonsten darf Visa und maximal hier der Grün, ansonsten darf nochmal, wie ich gesagt habe, diesen Bereichen erreichen und darunter wird es dann gefährlich. Okay, also minimalste Korrektur haben wir ja schon erreicht und das darf der zweite Schub sozusagen nach unten immer noch gehen, so wie ich genannt habe. Nasdaq, ganz kurz darauf eingehen, das habt ihr immer wieder mir geschrieben, auch in Instagram, falls jemand der Instagram-Kanal von mir nicht hat, das ist hier, wird eingeblendet. Instagram habe ich auch nochmal geschrieben, meine Positionen gezeigt und jedes Mal in YouTube auch immer wieder gesagt, 18.700, 18.700. Gut, 18.700 habt ihr ja geschrieben, das hast du ein paar Mal gesagt, was sollte da wirklich Großartiges passieren? Meine Lieben, allein schon die 700 Punkte war ordentlicher Cashflow. Und diejenigen, die meine Videos gesehen haben und ein bisschen hier folgen, dann habt ihr ja die 18.000, 18.070, ja fast die letzten Wochen, ja Woche zu Woche gehört. Also das genauso, die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt hier hält, ist verdammt hoch. Okay, das heißt, diese Rückläufe werden gehen, also sehr große Wahrscheinlichkeiten passieren nach 700 Punkte wirklich, auch gefundenes Geschenk und ja, okay, also unterhalb von 18.450 in Nasdaq werden wir diesen Bereich nochmal testen, also Bereich 18.70, 18.000er Bereich, beziehungsweise diesmal wird die Wahrscheinlichkeit größer, auch die zweite Bereich, nämlich 17.9 bis 17.780 dann zu sehen. Das ist genau wie DAX hier, der zweite Bereich. Darunter wird der Markt nicht spaßig, das habe ich in der letzten Videos immer wieder gesagt. Meine Investoren, bitte macht das hier oben, wenn ihr Hedge-Positionen haben wollt. A, wegen Cashflow und B, wegen, ja, wenn das dann
irgendwie anfängt zu laufen, dann bist du Hasenfuß. Hasenfuß ist ja hier gucken, da hier sich den Investor nimmt man einmalig den Cashflow mit, lässt der Hedge-Position drin und ist man eigentlich auf der sicheren Seite und passiert dann nichts mehr. Positionen sollten eben abgesichert sein, wenn du in den Long-Positionen bist. Wenn nicht, wie meiste Leute, dann ist es auch egal. Dann bist du ja natürlich nicht Investor, sondern halt Trader. Und die Trader können ja eigentlich immer wieder in den Tag, beziehungsweise mindestens einmal in der Woche, kann man ja einen super, super safe Trade immer wieder finden. Also darum geht es wirklich nicht. Es geht wirklich um die Hedge-Positionen. Es ging um Hedge-Positionen für Investoren, die einen Long mit mir in den, seit November und so weiter als letztes auch in Januar, Februar dann gemacht haben. Okay, ich hoffe, dass ihr die Positionen auch eben entsprechend alle safe habt und alle gemacht habt. Ich freue mich darauf. Ich freue mich auf euren Kommentaren wie immer. Danke für super Feedbacks in der letzten Videos und danke für euren Kommentaren, die unter die Videos geschrieben habt, mir privat geschrieben habt in Instagram. Ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen, auch wenn ich manchmal ein bisschen später antworte, weil es manchmal sehr viele sind, aber glaubt mir, ich freue mich über jeden Einzelnen. Ich wünsche euch von Herzen eine super Woche, eine sehr erfolgreiche Woche. Bis sehr bald, eure Nasila.